Je länger der Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr droht der Westen selbst zur Kriegspartei zu werden. Doch die Bilder von Tod, Leid und Zerstörung wie hier in Mariupol zwingen zum Handeln. So reisen immer mehr Politiker in das vom Krieg versehrte Land und sichern der Ukraine Unterstützung zu. Auch wenn der deutsche Bundeskanzler Scholz selbst noch nicht in Kiew war, hat er seine anfangs zögerliche Haltung zu schweren Waffenlieferungen aufgegeben. Wie weit können die USA und ihre Verbündeten gehen? Russlands Drohung jedenfalls werden immer unverhohlener. Wir fragen deshalb: Krieg in der Ukraine, ist der Westen schon Kriegspartei? Ja, und das sind meine Gäste. Herzlich willkommen. Stefanie Babst war ehemalige NATO-Chefstrategin und arbeitet jetzt als Global Policy Beraterin. Herzlich willkommen, Karolina Wigura, eine polnische Journalistin und aktuell Fellow der Robert Bosch Academy. Herzlich willkommen auch Malte Lehming, bewährte Kraft, Redakteur beim Berliner Tagesspiegel. Schön, dass Sie alle da sind. Frau Babst, Sie und Ihr Team haben bei der NATO als Krisenfrühwarnsystem gearbeitet. Viele von uns wissen ja inzwischen alle, was man damals versucht hat zu ignorieren. Wann hatten Sie Signale, dass in der Ukraine etwas passieren würde? Also das Team, das ich geleitet habe, war ein zivil-militärisches Team. Wir waren direkt dem NATO-Generalsekretär unterstellt und dem Vorsitzenden des Militärausschusses. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir bereits anfingen, so 2012, 2013. Also noch vor der Krim. Unsere ersten Analysen in den Nordatlantikrat zu geben, als Grundlage einer möglichen Diskussion zwischen den Botschaftern, weil wir deutliche Anzeichen gesehen haben für ein verändertes Verhalten der russischen Regierung, für größere strategische Ambitionen, aber auch für eine immer weiter voranschreitende militärische Modernisierung. Und als es denn 2014 soweit war und wir sahen also die illegale Annexion der Krim, waren wir als Frühwarnsystem natürlich bestätigt, aber es dauerte eine Zeit, bevor das dann auch wirklich in politische Reaktion dann sich umsetzen ließ. Wir haben 2018, 2019 Szenarien geschrieben, beispielsweise über eine mögliche russische Eroberung von Mariupol und anderen Städten am Schwarzen Meer. Also das ist jetzt für mich eigentlich nur die traurige Bestätigung dessen, was man vor bereits einigen Jahren sehen konnte. Sie haben Mariupol erwähnt. Diese Stadt ist Sinnbild des russischen Vernichtungskrieges und der eskalierenden Gewalt. Es geht da insbesondere um das Azov-Stahlwerk. Bevor wir weitersprechen, hier ein paar Eindrücke. Ankunft in Saporischschja. Diese Menschen aus Mariupol haben es aus eigener Kraft bis in den Ort unter ukrainischer Kontrolle geschafft. Ich bin so erschöpft, ich kann kaum sprechen. Nach so vielen Bombenangriffen und zwei Tagen unterwegs auf der Straße. Alles ist völlig verbrannt, zerstört von Bomben. Wozu dieser Krieg? Wer braucht diesen Krieg? Meine Nachbarn sind tot, Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Ich habe mit ihnen in einem Haus gelebt. Kinder sind umgekommen. Leichen liegen auf den Straßen. Niemand war da, sie wegzubringen. Das seit Wochen belagerte Mariupol ist bereits weitgehend zerstört. Mindestens 20.000 Zivilisten wurden ukrainischen Schätzungen zufolge getötet. Warum ist Mariupol für Putin so wichtig? Ja, Frau Wigura, warum ist Mariupol so wichtig? Weil es jetzt auch sehr symbolisch ist und symbolisch wichtig. Ich meine, die Russen haben während diesen 70 Tagen schon, 71 Tagen, fast nichts erreicht in Ukraine, außer Vernichtung natürlich. Mhm. Also die einzige Stadt, die jetzt russisch ist, ist Cherson, ja, aber nichts mehr. Und deshalb Azovstal und Mariupol so wichtig sind. Gibt es auch, ich sag mal, geostrategische Gründe für Mariupol? Ja, also geografisch soll der Donbass über Mariupol und
wahrscheinlich aus Putins Perspektive bis Odessa. Das ist noch die große Frage, ob das militärisch möglich ist, reichen. Aber es ist dann ein zusammenhängendes Gebiet und soll auch die Enge zur Krim-Halbinsel sozusagen sichern. Das Asowsche Meer ist dann in russischer Kontrolle. Und die große Frage ist das Schwarze Meer. Und das Schwarze Meer ist natürlich delikat, weil wir haben mindestens zwei NATO-Länder, Rumänien, Bulgarien, die grenzen auch ans Schwarze Meer. Und es ist eben der Zugang zum Schwarzen Meer wird von der Türkei kontrolliert, auch ein NATO-Mitglied. Also das ist ein möglicher nächster Brennpunkt auch, was sich dort abspielt. Das heißt also, Frau Babs, man kann schon fast davon ausgehen, dass es da weitergeht. Weil wenn man sich diesen Gürtel am Schwarzen Meer vorstellt, das reicht ja wirklich direkt bis in die Republik Moldau, also Bulgarien. Da wird er doch nicht aufhören, der Putin, selbst wenn es ihm gelänge. Also ich denke, man muss unterscheiden zwischen den russischen geostrategischen Zielen, die Sie ja gerade so recht angesprochen haben, und die natürlich darauf abzielen, der Ukraine den Zugang zum Asowschen und zum Schwarzen Meer abzuschneiden und damit sämtliche, wenn Sie so wollen, Versorgungslinien auch abzuschneiden. Denn alles, was in die Ukraine geschifft wird, wird über diese Häfen an Schwarzen Meer geschifft. Und da ist Odessa natürlich ganz wichtig. Aber wenn ich sage unterscheiden, meine ich auch, Sie brauchen ja auch die Kräfte dafür. Und Sie müssten dann letztendlich auch diese Region halten, also militärisch halten. Und hier würde ich mal ein Fragezeichen ansetzen, ob die russischen Streitkräfte in der Lage sind, ein so großes Gebiet mit den dazugehörigen Städten über einen längerfristigen Zeitraum zu halten. Aber da jetzt noch mal die Frage an die NATO-Expertin. Es heißt, Russland habe gigantisch aufgerüstet in den letzten Jahren. Ja. Warum ist das so schwierig, dann ein vergleichsweise kleines Gebiet zu halten? Braucht das so viel Menschen, so viel Technik? Also was wir in den letzten 2,5 Monaten jetzt ja gesehen haben, ist, dass die Russen sich sehr, sehr schwer tun mit einer klassischen, wenn sie so wollen, größeren Landoperation. Das haben die russischen Streitkräfte in den vergangenen Jahren ja nie unternommen, wo sie auch immer gewesen sind, also in Syrien oder nehmen Sie die Streitkräfte, die sie permanent stationiert haben im Kaukasus oder in Tadschikistan. Das sind relativ kleine Verbände, die dort eine spezielle, relativ begrenzte Aufgabe haben. Aber ein größeres Stück Land zu erobern mit Landstreitkräften, das ist natürlich eine komplett andere Nummer, wenn ich das so salopp formulieren darf. Dafür brauchen sie, und das nutzen die Russen ja auch sehr stark, Artilleriekräfte, sie brauchen Infanteriekräfte und das, was wir in der Bundeswehr bezeichnen als das Gefecht der verbundenen Waffen, also sozusagen maritime und auch Luftstreitkräfte miteinander sinnvoll zu verbinden, klappt ganz offensichtlich nicht. Das haben wir also gesehen bei dem Versuch, Kiew oder die Umgebung dort zu erobern. Und dort liegen ganz offensichtlich unter anderem Defizite, die die Streitkräfte haben. Malte Lehmann, die USA sind inzwischen deutlich ambitionierter als noch zu Beginn des Krieges. Gibt es dafür eine Erklärung? Naja, in der Tat, ich fand eher die Zurückhaltung erstaunlich, als dass sie jetzt einigermaßen in die Führungsrolle, die man eigentlich erwartet hätte, reingewachsen sind. Es ist auch nicht ganz ohne Risiko. Es ist natürlich dieses Duell 1 gegen 1 ist das, was Putin will. Er träumt wahrscheinlich von einem Gipfeltreffen, wo er und Joe Biden sich gegenüber sitzen. Lassen wir die Ukraine raus, lassen wir die Europäer raus. Das zählt für ihn alles nicht. Sondern wir beiden sind vielleicht noch mit den Chinesen zusammen die Herrscher der Welt. Und wir einigen uns, wie es weitergeht. Das ist ein großer Traum. Ihm den zu verwehren, ist Teil der Strategie und der Taktik gegen ihn. Also ihm das nicht klarzumachen, zu sagen, du hast das Problem erstmal für dich selber zu lösen und dann musst du verhandeln mit Herrn Zelensky von der Ukraine. Und vielleicht kommt ganz zum Schluss Amerika ins Spiel, um Sicherheitsgarantien abzugeben. Ich glaube, das ist das, was der Westen, was die USA wollen. Darum war Joe Biden am Anfang, wie ich finde, zu Recht sehr zurückhaltend. Er hat das jetzt aufgegeben, 30 Milliarden noch mal zu verabschieden. Das ist der halbe russische Wehretat im Jahr. Sehr, sehr viel Geld. Das soll ja nicht alles ins Militär. Es soll auch ein Teil für Wiederaufbau und so weiter verwendet werden. Aber es zeigt natürlich, dass es ihm jetzt wirklich ernst ist. Frau Vigura, sind die Amerikaner damit nicht de facto Kriegspartei?
Aber sind wir nicht alle eine de facto Kriegspartei? Die Frage gebe ich mal weiter. Sie wird in Deutschland noch heftig diskutiert. Ich würde eine Hypothese riskieren, dass das nur eine rhetorische Frage ist. Nämlich, dass wir von Anfang an irgendwie in einer Eskalation geschleppt wurden. Also alle. Und natürlich, man soll sehr vorsichtig sein. Natürlich, die Drohung von dem Dritten Weltkrieg ist eine riesige und dramatische Drohung. Aber eigentlich, wenn Polen und Bulgarien nicht mehr das russische Gas haben, ist das noch der Krieg oder schon nicht? Ist das einfach ein anderes Gesicht des Krieges oder nicht? Ich würde sagen, es ist bestimmt in Osteuropa so, dass wir denken, wir sind schon im Krieg. Und wenn man die Umfragen sieht, dann sieht man, dass Leute eigentlich eine Mehrheit der Leute, der Gesellschaft, denkt schon, ja, also das ist, wir sind schon eine Kriegspartei. Und jetzt, man muss natürlich sehr vernünftig tun, aber wir müssen auch diese Verantwortung verstehen, weil wir sind nicht die Einzige, die Entscheidungen treffen. Ein Mann in Moskau macht diese Entscheidungen. Ja? Hier in der Bundesregierung gilt immer noch, wir wollen nicht Kriegspartei sein. Unser Kanzler Olaf Scholz zögert, also er ist jetzt nicht der entschlossene Spieler. Wie wird das in Polen wahrgenommen? Natürlich, und das ist richtig so. Mhm. Also niemand möchte, dass die russischen Soldaten in Polen oder in Moldawien oder in baltischen Staaten reinmarschieren. Ja, aber also ich denke, in Polen gibt es jetzt ein großes Verständnis, dass jetzt in Deutschland gibt es eine richtige Zeitwende. Und dass diese Regierung mit Olaf Scholz hat auch sehr wichtige neue Entscheidungen gemacht. Das ist eine Zeitwende in Deutschland und das wird immer besser verstanden. Die legendäre Zeitenwende aus der Rede von Olaf Scholz findet, hat man den Eindruck, in Zeitlupe statt. Ist das strategisch richtig, Frau Pabst? Also ob es eine wirkliche Zeitenwende ist, das können wir wahrscheinlich in 2, 3, 5 oder 10 Jahren hier diskutieren und dann versuchen, anhand bestimmter Kategorien zu messen, also was daran wirklich dann eine Zeitenwende ist. Keine der Regierungen, dazu gehört eigentlich, oder natürlich auch die bundesdeutsche Regierung, war in meinen Augen sehr gut auf diesen Krieg vorbereitet. Diese Regierung ist ja angetreten mit einer komplett anderen politischen Agenda und innerhalb weniger Tage musste sie sich also auf etwas komplett anderes fokussieren und ist immer noch so ein Stück weit in diesem Krisenmanagement-Modus. Ne? Mhm. Also man versucht so die Wochenagenda, die Tagesagenda, das, was so ansteht an multilateralen und bilateralen Verabredungen und Treffen, möglichst also voranzutreiben. Was mir fehlt, ist jetzt zu sagen, also wir müssen jetzt daran gehen, uns wirklich auch eine längerfristige Strategie mal auszudenken. Wir müssen strategiefähig werden, weil das ganz offensichtlich ist, dass wir in dieser Krise in dieser Auseinandersetzung mit Putin für eine lange Zeit bleiben werden. Und wir müssen uns, denke ich, jetzt wirklich daran setzen, die einzelnen Komponenten unserer Reaktion auf Russland zusammenzubinden, sie so zusammenzubinden, dass es nicht nur eine Auseinandersetzung ist zwischen Russland und der NATO, sondern dass wir deutlich machen, dass wir unterstützt werden von einer Vielzahl anderer Staaten auf dieser Welt, immer noch zu wenig, finde ich, aber daran muss gearbeitet werden, die es einfach nicht hinnehmen wollen, dass jemand, Zitat, mit einer militärischen Abrissbirne durch Europa läuft und meint, er kann links und rechts nur Einschüchterungen von sich geben. In dieser Welt wollen wir nicht leben, also müssen wir Russland zurückdrängen. Und diese Strategiefähigkeit würde ich mir jetzt ein Stück weit mehr wünschen. Ich finde aber doch den Begriff der Zeitenwende nicht übertrieben. Ich werde auch nicht ganz so vorsichtig. Immerhin 3 Tage nach Beginn des Krieges in einer Regierungserklärung im Bundestag ohne Absprache mit einer Reihe seiner Genossen
verkündet ein SPD-Kanzler 100 Milliarden Sondervermögen. Das Thema bewaffnete Drohnen spielt keine Rolle mehr. Atomwaffenfähige neue Tornados werden angeschafft. Das ist doch etwas, was man sozusagen vor dieser Invasion für absolut unmöglich gehalten hätte. Unterstützt wird er von einer Partei der Grünen, die mit der Friedensbewegung eng verbunden ist mit der Entstehung der Friedensbewegung. Das ist schon etwas, wo ein starkes Nachdenken stattgefunden hat und die ganze Diskussion auch innerhalb der Sozialdemokratie über falsche Wahrnehmung dessen, des putinschen Regimes. Wir kennen ja die ganzen Namen, Gerhard Schröder, auch der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Manuela Schwesig aus Schleswig-Holstein, aus Mecklenburg-Vorpommern, Entschuldigung. Das zeigt doch, dass da wahnsinnig viel auch in Bewegung gekommen ist, auch an späten Einsichten. Aber späte Einsichten sind ja besser als keine. Absolut. Und ganz viele dieser verschiedenen Rollen bündeln sich ja in der Person Olaf Scholz. Genau. Er ist Kanzler, er ist Koalitionsführer, er ist auch in einer Partei, die nicht ganz leicht ist, er ist in der EU. Und etwas ungewohnt kämpferisch haben wir den ansonsten ja eher ruhigen Bundeskanzler Scholz beim Thema Ukraine auf einer Kundgebung am 1. Mai erlebt. Wir werden die Ukraine weiter unterstützen. Mit Geld, mit humanitärer Hilfe. Aber auch das muss gesagt werden. Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann mit Waffenlieferungen, wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig. Ich respektiere jede Haltung. Aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen. Das ist, Frau Jura, was aber jetzt, also es ist ein dramatisches Thema, aber dieser Auftritt war schon überraschend, oder? Man dachte, huch, hat der einen doppelten Espresso. Auf viele Ebenen, ja. Schreien in der Politik, besonders im deutschen Kontext, ist nichts Natürliches. Sehr unscholzig auch. Sehr unscholzig, ich würde sagen, sehr undeutsch, sehr leidenschaftlich. Das ist auch interessant. Ich wollte auch ein bisschen über die Leidenschaften sprechen, weil wir sprechen, und das ist ja richtig, dass wir sollen über eine lange Strategie, um von Umgehen mit Russland zu denken. Ja, natürlich, ich stimme zu. Aber es gibt auch Leidenschaften, die Politik beeinflussen. Und nicht nur in Deutschland, sondern auch in ganz Europa. Und was ich meine, am Anfang dieses Krieges, es war sehr spürbar, dass viele kollektive Ängste wurde von dem Krieg verursacht in verschiedenen Ländern. Also zum Beispiel in Osteuropa haben wir und fürchten wir die ganze Zeit, das sind existenzielle Fürchte, ja? dass die Russen in Polen zum Beispiel einmarschieren. In Westeuropa würde ich sagen, die Hauptangst ist, dass der dritte Weltkrieg kommt, ja, oder ein Atomkrieg. Mhm. Ja, das sieht man auch in Umfragen. Aber jetzt würde ich sagen, und das ist ein bisschen auch pessimistisch, dass stattdessen diese Konkurrenz von Fürchten, haben wir jetzt in Europa auch eine Konkurrenz von Arroganz. Ja, die moralische Ebene. Ja, wir haben recht, wir haben immer gewusst, wie man mit Russland kooperieren soll. Ja? Und das sieht man in Frankreich, das sieht man in Deutschland, das sieht man auch in Polen, in meinem Land. Und werden also bei Ihnen auch offene Briefe geschrieben von Intellektuellen? Nein, aber eine Personifikation von dieser moralischen Ebene und Arroganz war zum Beispiel in der Austausch zwischen Herr Morawiecki und Herr Macron. Ja? Okay, ja. Und alle diese Wörter, die gesagt wurden. Und das, warum bin ich so pessimistisch hier? Warum fürchte ich ein bisschen? Weil, wenn man über die kollektive Ängste denkt, dann kann man schon die Ängste artikulieren und einen Kompromiss finden. Aber wenn man über moralische Arroganz denkt, dann wie finden wir am Ende eine gemeinsame Lösung in dieser Lage, die wir jetzt haben? Diese Woche haben wir in Deutschland viel über den ersten offenen Brief debattiert, 28. Ich glaube, sie nennen sich Intellektuelle, kann man darüber streiten. Prominente haben den Bundeskanzler aufgefordert, die schweren Waffen vielleicht doch nicht in die Ukraine zu schicken, eben um diese Eskalation, Stichwort Atomkrieg, Dritter Weltkrieg, zu vermeiden.
ist das eine hilfreiche, also die dürfen das natürlich, klar, aber ist das so hilfreich, so ein offener Brief? Sie haben unterschrieben. Ich habe nicht unterschrieben, ich habe noch nie einen offenen Brief unterschrieben. Ich auch nicht. Ich finde es in der Tat hilfreich, weil diese Diskussion offen geführt werden muss. Wir sind im Krieg. Wir sind im Krieg. Also wenn wir Kriegspartei sind, ich bin da ein bisschen vorsichtiger, weil ich glaube, es gibt eine völkerrechtliche Definition von Kriegspartei, dazu folge sind wir es nicht. Es gibt eine Wahrnehmungsdefinition, dazu folge man lange streiten kann, ob wir Kriegspartei sind. Aber die Frage, was es heißt, mit einer Atommacht in Konflikt zu sein, und Russland ist eine große Atommacht, eine sehr große Atommacht, die muss offen diskutiert werden. Und dazu sind wir der Westen, dass wir sowas offen diskutieren können. Das wäre in Moskau nicht möglich. Und in der Tat ist es ja sehr schwierig. Wenn wir sagen, wir wollen gar nichts tun, was ihn provoziert und nichts riskieren, dann können wir kapitulieren. Weil seine Forderung war, alle NATO-Truppen raus aus Osteuropa, alles sowas. Also wenn wir darauf eingehen und die NATO-Truppen im Baltikum, in Polen, woanders lassen, provozieren wir ihn ja schon nach seiner eigenen Definition. Insofern ist es immer eine Abwägungsfrage. Wann hat man das Gefühl, dass eine Provokation eine Schwelle überschreitet? Wann glaubt man, dass es für ihn überhaupt sinnvoll ist, Atomwaffen einzusetzen? Also strategisch ist es ja ziemlich sinnlos. Er zerstört dann die Ukraine noch mehr oder riskiert sogar die Zerstörung eigenen Landes. Das ist alles sehr kompliziert. Sich von der Angst beherrschen zu lassen, hieße zu kapitulieren. Die Angst gar nicht mehr in den Vordergrund zu stellen, ist ja etwas, was nicht passiert. Wir machen keine Flugverbotszone. Wir schicken auch keine Soldaten. Wir sind ja in vielerlei Hinsicht zurückhaltend, um eben nicht im völkerrechtlichen Sinne Kriegspartei zu sein. Und in diesem Balance, was ständig ausbalanciert werden muss, bewegt sich, glaube ich, die Strategie. Es geht nicht anders. Diese Balance, Frau Babst, also schwere Waffen, mit denen man ja theoretisch zumindest auch bis auf russisches Terrain schießen könnte. Ist diese Balance im Moment einigermaßen gehalten? Oder? Also ich sitze nicht, Herr Schumacher, im ukrainischen Generalstab. Also ich weiß nicht, was sozusagen, wenn wir uns vorstellen, wir wären jetzt im ukrainischen Generalstab und machen unsere operativ-militärische Planung, dann ist nicht die Frage, die uns bewegen würde, haben wir schwere oder leichte Waffen, sondern haben wir effiziente, haben wir das, was wir brauchen, um in den jeweiligen Regionen, in den jeweiligen Abschnitten, wo wirklich massive militärische Auseinandersetzung stattfindet, reüssieren zu können. Ganz kurz, aber im ukrainischen Generalstab wird nicht die Frage diskutiert, provozieren wir jetzt womöglich Herrn Putin zu doll? Also ich glaube, der Fokus also wir spekulieren jetzt, weil wir nicht im ukrainischen Generalstab sitzen. Aber ich würde sehr stark vermuten, dass der Fokus dort komplett anders ist. Dort werden die vorhandenen Fähigkeiten, die die Ukraine hat, ausgeplant werden müssen. Dort werden jeden Tag wahrscheinlich im 24-Stunden-Rhythmus neue militärische Ziele bewertet und identifiziert werden müssen. Also da wird operative, taktische Arbeit geleistet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frage dort ja eine theoretische ist, wie werden wir jetzt sozusagen wahrgenommen von der russischen Seite. Also das Kriegsziel ist aus ukrainischer Seite völlig klar. Es geht um die Verteidigung des ukrainischen Territoriums und um die russischen Kräfte zurückzudrängen. Und dazu brauchen sie effiziente Waffen. Das Waffenspektrum, das militärische Verteidigungsspektrum sozusagen, ist ja sehr, sehr groß. Aber wenn sie ihren Gegner anschauen und sehen, dass er primär beispielsweise mit Artillerie vorangeht und ihre Städte oder Dörfer, die Landstriche dort also wirklich komplett zerstört, dann brauchen sie eben Anti-Artilleriekräfte und sie brauchen Anti-Flugabwehrfähigkeiten. Und das, denke ich mal, treibt die Liste, die die Ukraine nach Brüssel schickt oder nach Berlin oder wo auch immer. Aber da sind wir jetzt bei einem interessanten Punkt. Wenn ukrainische Soldaten in Deutschland von NATO-Kräften ausgebildet werden, dann könnte Putin natürlich sagen, huch, das ist natürlich ein Kriegseintritt. Mitmacherei. Das kann er immer sagen. Also er findet immer einen Grund zu sagen, das ist jetzt der Kriegseintritt und jetzt ist es gebrochen. Ich glaube, dass sich da an strengen Kriterien zu halten und völkerrechtlich ist es auch nicht so. Wenn wir Truppen schicken würden, eigene, in das Gebiet, dann wäre das der Kriegseintritt. Ich glaube aber auch, die Frage der Waffenlieferung hat eine militärische Komponente und eine psychologische.
Militärisch, Frau Papp, alles gesagt, was gesagt werden muss. Dieser Gepard wird ja auch frühestens zu Weihnachten geliefert, weil der ist ausgemustert worden. Da muss jetzt erstmal wieder instand gehalten werden. Die müssen ausgebildet werden. Das ist ein hochtechnisches Panzergerät, was nicht leicht zu bedienen ist. Das wird also gewiss noch dauern. Aber die Waffenlieferung außerhalb der militärischen hat eine psychologische Seite. Für die Ukraine ist es wichtig zu sagen, seht her, auch diesbezüglich springt der Westen über seinen Schatten und unterstützt uns. Das ist eine Frage des Unterstützungsgefühls in diesem Krieg. Mhm. Es hat also immer diese beiden Seiten, wie sinnvoll ist es, dass wir das bekommen? Und wir haben ja damals über die Helme gesprochen. Wie viel gab es? 3.000 oder 5.000? Oder 5.000? Ja. Ist natürlich ein Irrsinn. Also diese ganze Debatte hat immer eine militärische Komponente, aber vielleicht sogar noch wichtiger als die psychologische. Wenn ich noch einmal ganz kurz was anfügen sollte, weil ich glaube, das ist aus meiner Sicht zumindest ein wichtiger Aspekt. Es wird ja seit 2,5 Monaten relativ unkoordiniert in die Ukraine geliefert. Und das, was mich jetzt in den letzten Wochen oder in der letzten Woche eher ein Stück weit wieder erleichtert gestimmt hat, ist die Tatsache, dass wir zum ersten Mal jetzt ein Koordinationstreffen in Ramstein hatten, was die Amerikaner ja gehostet haben, an dem sie 40 Staaten beteiligt haben. Denn es ist natürlich sehr wichtig, nicht noch einmal den Fehler zu machen, den wir in anderen, nicht ähnlichen, aber in anderen Krisen und Kriegseinsätzen gemacht haben, wie beispielsweise in Afghanistan. Also quasi unkoordiniert Waffensysteme jeglicher Art, neue, alte, was wir nicht brauchen, Helme, wie auch immer. Kompatible, in die Ukraine zu schicken. Das muss natürlich koordiniert werden und es muss gekoppelt werden an die mittel- und langfristigen Trainingsrequirements, also die Dinge, die die Ukraine auch wirklich braucht. Und ich fand, das war ein sehr wichtiger und sehr nützlicher Schritt, da am 26. April diese neue Gruppe zu etablieren, weil die NATO es ganz offensichtlich nicht wollte, also diese Rolle nicht übernehmen wollte. Und jetzt haben wir eine permanente Struktur in Form dieser Kontaktgruppe. Und da erhoffe ich mir, dass sich daraus eben auch mehr Planungssicherheit für die Ukrainer ergibt. Frau Vigura, noch mal zur deutschen Debatte. Wir, was wir ja immer gut können, debattieren alles Mögliche, zum Beispiel, was jetzt völkerrechtlich okay ist oder was nicht. Das ist doch Wladimir Putin völlig wurscht, oder? Also ist diese Debatte nicht eigentlich so eine, ich sag mal, auch psychologische Entlastungsdebatte, bei der es im Wesentlichen darum geht, dass wir uns wohlfühlen? Ja, also ich verstehe, dass also diese Debatte auch wichtig ist, weil also wenigstens eine Hälfte der Gesellschaft hier hat wirklich Angst von Atomkrieg. Das verstehe ich schon. Warum? Sie auch? Ob ich persönlich? Nein, weil ich bin polnisch. Ich erkläre das. Das finde ich. Die Polen fürchten den Krieg. Ja, die fürchten, dass die Geschichte zurückkommt. Die fürchten, dass die Russen einmarschieren. Aber die Russen, die Rote Armee, das ist, was wir denken, wenn wir die Bucha-Massaker sehen, dann denken wir, das ist eigentlich dasselbe wie das Rote Armee. Wir denken, das für einen Krieg bedeutet Vernichtung und totale Vernichtung. Ob das ein Atomkrieg ist oder nicht, es ist eigentlich egal. Also 84% von Polen jetzt sagen, dass sie wirklich den Krieg befürchten, aber eigentlich Atomkrieg nicht. Das ist eine Sache. Die zweite Sache, die ich auch persönlich sehr interessant fand in den polnischen Umfragen, ist, was die polnische Gesellschaft sagt für die Frage, ob man dasselbe verhalten wird wie die Ukrainer, ob man kämpft. 80% sagen, wir fliehen. 20% nur sagen, ja, natürlich, man muss um eigenes Land kämpfen. Und das finde ich erstaunlich und auch sehr wichtig, weil es zeigt zumerst, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen diesen Ländern. Für Polen die Sache, dass wir nur eine Berufsarmee haben, war ein Symbol von der Tatsache, dass wir endlich im Westen sind. Ja, das ist eine Sache. Die zweite Sache, wenn dieser Krieg wirklich ist, also
es ist, verbreitet sich. Mhm. Also ist nicht nur, also übergreift. Nur in der Ukraine. Mhm. Dann können wir eigentlich eine Flüchtlingswelle erwarten, nicht nur von der Ukraine. Das finde ich auch eine sehr wichtige Perspektive hier. Insofern ist Putin da aber mit seinem Drohpotenzial natürlich im Vorteil, weil er einfach der Gnadenlosere ist. Nicht? Und wenn, also in Deutschland gibt es ähnliche Umfragen, glaube ich, wer würde eine Waffe in die Hand nehmen, um eine deutsche Grenze zu verteidigen. Ich glaube, die Zahlen sind so in etwa in dieser Größenordnung, 15-20%. Malte Lehming, spielt das Putin nicht in die Hände, diese... Das spielt Putin in die Hände und darum ist es umso wichtiger, das, was in Rammstein gemacht worden ist, wurde schon darauf hingewiesen, immer wieder den Zusammenhalt des Westens in den elementaren Fragen. Natürlich gibt es auch da Streit. Welche Waffen und warum? Wer spricht mit ihm? Und ist es wieder Macron oder sollte auch Scholz und all diese Sachen? Da gibt es auch innerhalb des Bündnisses immer wieder Streit. Aber klar zu machen, dass man weiterhin geschlossen ist, eine geschlossene große Einheit, das ist ja eine Wiederbelebung dieses Begriffs der Westen gewesen, der sich als Wertegemeinschaft verstanden hat. Darum ist es so wichtig, dem das immer wieder entgegenzusetzen. Weil, und das Interessante, weil die Drohgebärde des Atomeinsatzes, die zielt auf Spaltung. Die spielt auf die Spaltung derer, die, deren Angst nachher übermächtig wird und die sagen, jetzt müssen wir kapitulieren, und derer, die sagen, wir lassen uns gar nicht einschüchtern und nehmen auch nichts mehr Rücksicht. Es ist ja nicht nur der Zusammenhalt des Westens, er wächst ja sogar. Nicht? Also das brutale russische Vorgehen lässt ja auch die bisher neutralen Staaten wie Finnland oder Schweden sehr ernsthaft über einen NATO-Beitritt nachdenken, stimmen vom gemeinsamen Treffen der Regierungschefs mit dem Bundeskanzler in Meseberg. Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat unser Sicherheitsumfeld vollends verändert. In einer Zeit, in der Russland ohne jede Berechtigung anderen seine Entscheidungen diktieren will, ist die Politik der offenen Tür der NATO wichtiger denn je. Schweden passt sich wie die anderen Länder an die neuen Umstände an. Wir werden unsere Verteidigungsfähigkeiten ausbauen und die Wehrausgaben so schnell wie möglich auf 2% der Wirtschaftsleistung erhöhen. Frau Babs, das klingt nicht mehr wie eine Möglichkeit, sondern das klingt wie Bewerbungsreden. Nicht? Also das 2%-Ziel schon mal ungefragt erhöhen. Also die sind doch eigentlich schon dabei, Schweden und Finnland, oder? Wenn ich das richtig verstehe, können wir davon ausgehen, dass ich glaube am 12. Mai, das ist so bislang der Zeitplan, Finnland, aber auch dann gefolgt von Schweden, ihren Beitrittsantrag in Brüssel abgeben werden. Dann wird auch die Zeit zu Ende kommen, in den jeweiligen Parlamenten darüber geredet worden ist, in den Ausschüssen darüber geredet worden ist. Die Finnen haben, wie ich finde, einen wirklich hervorragenden Sicherheitsbericht ja am 13. April in das Parlament gegeben, der die neue Lage sehr, sehr gut beschreibt und das Pro und Con eines NATO-Beitrittes abwägt. Wirklich hervorragende Analyse. Und aufgrund dieser Analyse ist, denke ich, schon auch sehr deutlich sichtbar, wie jetzt die nächsten politischen Schritte sein werden. Und ich gehe davon aus, dass der finnische Staatspräsident dann von seinem Recht Gebrauch macht, um zu erklären, dass es einen Konsens sowohl in der Öffentlichkeit als auch in der Politik, im Parlament geben wird, um den Beitrittsantritt dann abzugeben. Die Schweden, denke ich, werden folgen. Und all das wird für Brüssel keine Überraschung sein, denn es gibt hier eine sehr, sehr enge Konsultation, die sich jetzt über Wochen schon hinzieht. Und dann wird es im nächsten Schritt sehr, sehr stark darauf ankommen, die Phase so kurz wie möglich zu halten, in der dann die eigentlichen Beitrittsverhandlungen stattfinden zwischen NATO und den beiden betroffenen Staaten und die Ratifizierung. Denn je größer diese Phase sein wird, desto vulnerabler werden diese Staaten natürlich eine Weile sein. Hat sich Putin verzockt, Malte Lehming? Also hatte er erwartet, dass die NATO... Diesbezüglich war, also er hat gesagt, was mich vor allem stört, ist die Osterweiterung, jetzt bekommt er die Norderweiterung. Ja. Insofern ist es ein Boomerang gewesen, das kann man schon sagen. Es ist für beide Länder sehr erstaunlich. Für Finnland 1300 Kilometer Grenze zu Russland. Wie bitte? Nachvollziehbar. Nachvollziehbar für Schweden ein identitätsstiftendes Moment, die Neutralität. Wir erinnern uns an Olaf Palme, der noch gegen Amerika, der ehemalige, später ermordete Ministerpräsident, der gegen Amerika demonstriert hat. Das ist auch eine Zeitwende. Eine Zeitenwende für beide Länder, dass sie in enger Kooperation
das beschließen werden. Und ich gehe sehr fest davon aus, dass sie es tun werden, sodass es auf dem NATO-Gipfel, ich glaube Ende Juni, ist der NATO-Gipfel von allen 30 Mitgliedsländern diskutiert werden kann. Dann geht es in die Ausschüsse. Und ich nehme auch an, dass bis dahin die NATO offiziell schon vorab Sicherheitsgarantien gibt, die noch nicht Artikel 5, das ist ein Prozedere, das kann man erst machen, wenn sie Mitglieder sind, Vollmitglieder sind, machen kann, aber schon vorher Sicherheitsgarantien. Russland zeigt ja, dass es sich ärgert und fliegt immer wieder schon mit Hubschraubern über irgendwelche Grenzen in Finnland und in Schweden, auch in Dänemark. Ich nehme aber nicht an, dass Russland es sich leisten kann, zusätzlich zu dem Krieg in der Ukraine noch eine zweite Front jetzt gegenüber skandinavischen Ländern aufzumachen. Weil wir haben ja nicht nur Schweden und Finnland, wir haben ja auch Norwegen schon als langjähriges festes Mitglied und Dänemark eben auch. Noch das Baltikum, also es wird jetzt langsam ganz komplex. Also gerade der Sicherheit des Baltikums wird dieser Beitritt sehr, sehr zugutekommen. Wir sind wieder im symbolischen Bereich. Frau Babs sagte, am 12. Mai wird womöglich dieser Beitritt dann offiziell. Am 9. Mai ist der große symbolische Tag Russlands, der Sieg stellvertretend für die Welt über den Faschismus, über Nazi-Deutschland. Symbolisch gedacht, kann Putin diesen 9. Mai verstreichen lassen, ohne eine große, wie auch immer, Erklärung, ohne einen großen Move zu machen? Aber in Augen von wem? Weil in Augen von Westen natürlich nicht. Er kann doch diesen 9. Mai nicht verstreichen lassen. Da muss doch ein Trommelwirbel, ein Paukenschlag kommen. Also in Augen von diesen sozialen Gruppen, die ihn befürworten, auch mit den Medien, mit den nationalen Medien in Russland, auch mit der Propaganda, das ist natürlich möglich. Er wird das machen, aber natürlich nicht. Natürlich ja. Natürlich nicht im Augen des Westens, aber wir müssen auch nicht vergessen, dass der Westen ist nicht das Rest der Welt. Wir haben auch Indien, wir haben auch Afrika. Und hier die Stelle dieser Länder ist gar nicht so einfach. Ja? Natürlich, Israel wurde schon beleidigt und Israel wird nicht höchstwahrscheinlich nicht mehr versuchen, um zu Mediation zu organisieren. Aber Afrika, Indien und solche Länder, die können auch vielleicht nicht so kritisch den 9. Mai und den Krieg betrachten. Frau Papst, es gehen jetzt Gerüchte aufgrund von Geheimdienstinformationen, dass Putin einen Wechsel vollzieht. Bislang war es ja eine Spezialoperation. Krieg durfte man nicht sagen. Am 9. Mai könnte jetzt eine Generalmobilmachung erfolgen und offiziell der Krieg erklärt werden, weil ja die NATO, wie wir festgestellt haben, de facto Kriegspartei ist. Erwarten Sie das? Also diese sehr große Eskalation? Oder wäre es das gar nicht? Ich bin da immer ein kleines bisschen zurückhaltend mit Spekulationen. Ich kenne das Redemanuskript von Herrn Putin nicht. Ich weiß nicht, was er sagen wird. Sie sind ja schon ein paar Jahre im Geschäft. Erfahrungswissen, Frau. Genau, Erfahrungswissen. Also, dass er das nutzen wird, so wie Carolina auch gesagt hat, also erst einmal, um seine eigene Macht noch mal zu demonstrieren, mit Blick auf das innenpolitische Publikum, also auf seine Unterstützer, ist völlig klar. Und er wird sich auch nach wie vor, denke ich, sehr stark rhetorisch noch mal auf uns stürzen, also auf den Westen, als die eigentlichen Verursacher der vermeintlichen Unsicherheit Russlands, ne? Weil wir verursachen sozusagen diese Unsicherheit Russlands. Was die Generalmobilmachung angeht, ich bin da ein bisschen selber im Zweifel. Es gäbe natürlich durchaus Argumente, plausible Argumente, warum er das machen könnte, wenn sie 900.000 Mann rekrutieren und eine Zeit abwarten, um einen Teil davon auch dann zu trainieren. Hätten sie rein von der Masse her, nicht? Also hätten sie mehr Masse, Personalmasse, um sie auf das Schlachtfeld zu schieben. Das bedeutet aber nicht, also, dass sie ihre kriegerischen, militärischen Ziele dadurch besser erreichen können, nicht unbedingt. Aber innenpolitisch hätte natürlich eine Generalmobilmachung in dieser Größenordnung
eine deutliche Reaktion zur Folge innerhalb der Bevölkerung. Und ich bin mir nicht sicher, dass das auf ein allgemeines Hurra-Geschrei zurückzuführen ist. Ich glaube, es wird zu weiterer Verunsicherung führen in Russland, insbesondere in den Schichten, die wirklich auch von russischen Staatsgeldern abhängig sind, also die auf Jobs gucken, die auf Sicherheit gucken, auf staatliche Fürsorge gucken. Und das würde seine eigene Machtposition nicht unbedingt stärken. Also ja, Malte Lehmung, ich brauche noch mal ein bisschen strategische Nachhilfe. Den 9. Mai hatten wir jetzt schon, die symbolische Bedeutung, Sieg über Nazi-Deutschland auch. Wir hören jetzt immer wieder Nazi-Vergleiche, die irgendwie merkwürdig sind, insbesondere vom Außenminister Lavrov. Wie passt das in diese strategische Gemengelage? Naja, Putin hatte von Anfang an ein Begründungsproblem. Warum führt er Krieg gegen ein Brudervolk? Das ist es ja in seiner eigenen Rhetorik. Warum ermordet er Angehörige seines Brudervolkes? Das ist ja auch das. Dann ist er auf die Idee gekommen, um das einigermaßen rechtlich zu machen. Das wird kein Krieg in dem Sinne, sondern beruft sich auf die Genozidverhinderungskonvention der Vereinten Nationen und denkt sich ein Genozid aus, den die Ukraine verursacht an den Russen, die in der Ukraine leben. Das ist eine Rechtfertigung gewesen. Das ist natürlich sehr verzweifelt und sehr so und so. Aber wenn er jetzt kippt gegenüber dieser Rechtfertigung, eine Genozidprävention hin zu einer Generalmobilmachung, wir sind im Krieg, dann entwertet das auch die erste Begründung, die er hatte, sondern dann gibt es einen Krieg gegen ein anderes Land. Und das hat er immer versucht zu vermeiden. Und in der Tat, das, was im Land selber passiert, man muss sich ja auch sehen, dass Russland auch die Reproduktionsrate in Russland ist ja ungefähr so wie in Deutschland, eher gering, 1,6, 1,7. Das heißt, den Sohn, den man schickt, den kann man verlieren, dann hat man keinen mehr. Es ist nicht, dass man 3 oder 4 Söhne in der normalen russischen Familie hat, man hat einen. Und das führt zu einer unberechenbaren gesellschaftlichen Dynamik wahrscheinlich. Die Soldatenmütter, von denen, die Soldatenmütter haben eine große Macht. Und ich weiß nicht, ob Putin im Moment, in dem er im Augenblick steht, diese zusätzliche Unsicherheit im eigenen Land zu riskieren bereit ist. Das ist ein sehr gewagter Schritt, wenn er ihn tun würde. Der 9. Mai ist ein sehr, sehr schwieriges Datum für Russland, weil es natürlich mit der Person Stalin zu tun hat. Stalin ist derjenige, der große Vaterländische Krieg, der von Stalin mit der Roten Armee gegen Nazi-Deutschland, und das ist sozusagen, von daher ist das der Begriff des Urbösen, was es ja auch ist, die Nazis, gegen die er gekämpft hat. Andererseits ist er der Verursacher des Archipel Gulag, des Holodomor in der Ukraine, also der Hungerermordung und so weiter und so fort. Mit diesem geschichtlichen Erbe fertig zu werden, einen Tyrannen in der eigenen Geschichte zu haben, der aber gleichzeitig der Held ist, weil er Hitler besiegt hat, ist gesellschaftlich wahnsinnig schwierig und hat Russland immer wieder vor enorme Probleme gestellt. Frau Wigura, wie kommen diese Nazi-Vergleiche in Polen an? Sie meinen die Vergleichungen von Lavrov, von Putin? Wir müssen die Ukraine von den Nazis befreien. Ja, also die sind auch damit verbunden, ich denke, dass die Ukraine auch den Sowjetrussland kritisieren, weil der Holodomor stattgefunden hat. Und dass diese ganze Rhetorik, die Propaganda, dass die Ukrainer eigentlich Nazis sind, das ist, ich denke, ein Gegenangriff. Ja? So wird es verstanden in dem Kreml. So kann man das lösen. Meine Damen und Herren, das war auf den Punkt. Mit der Frage, ist der Westen inzwischen Kriegspartei? Es bleibt kompliziert. Bis dahin.